am meisten gefreut habe ich mich eigentlich auf den Moment, wo ich all die Ideen, die da innen, in dem Studio innen entstanden sind, wo ich das also in die Hände und in die Stimmbänder abgeben von diesen absolut tollen Musikerinnen und Musikern, die beteiligt waren am Projekt. Also der Moment, wo du, wie sagst, bis dahin, ja, habe ich die Sachen vorgegeben und jetzt wollen wir mal schauen, was die anderen daraus machen. Und auch so ein bisschen rauszuspüren, hey, wie interpretieren sie das? Wie gehen sie an die einzelnen Elemente von diesen Liedern hin? Was sehen sie vielleicht auch dahinter? Oder was spüren sie vielleicht auch von der Stimmung her? Und vor allem, wie setzen sie das Ganze um? Es war ein unsinnig spannender Prozess gewesen und ich muss da wirklich Holz anlangen. Es ist eigentlich bei allen zusammen sehr, sehr songdienlich gewesen. Also es ist jetzt niemand dabei gewesen, weil ich mir das Gefühl hatte, hey, komm, ich hau da selber noch ein Wahnsinns-Solo an oder ich mache jetzt extra noch ein bisschen etwas drauf, um zu zeigen, wie gut das ich bin. Sondern es ist eigentlich mehr so, ja, mal wieder das goldige Stichwort oder der goldige Satz, reduce to the max. Also sie haben so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig beiträgt zu diesen ganzen Sachen. Und ich glaube, eben so die Schlichtheit, gerade bei 12 Musikerinnen und Musikern, die beteiligt sind, ist wahrscheinlich auch einer von den Hauptfaktoren, damit es dann am Schluss so tönt, wie es jetzt tönt.